Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt eine neue Folge Phasmophobia und hier schneide ich euch heute zwei kurze Runden zusammen, aber das heißt nicht, dass diese weniger spannend sind. Ich wünsche euch wieder viel Spaß und sag schon mal jetzt danke fürs Schauen und dann bis zum nächsten Video. Keine Ahnung, aber irgendwann immer für eine Weile, oder? EMF, Kruzifix, Foto. Und auch auf Gruppen. Senwa. Aber haben wir heute alles so mit Doppelbuchstaben? Barry Martin. Also das mit dem Kruzifix habe ich noch nicht ganz gerafft. Muss man das nun vor ihn werfen oder in den Raum werfen oder... In der Nähe auf dem Boden liegen haben, ja. Du legst es einfach auf den Boden und das verringert dann, das gibt, verschafft dir nur mehr Zeit, bis der das erste Mal auf Stufe 10 geht. Okay. Und der Wirkungsradius vom Kruzifix ist dann halt 3 Meter. Dann müsste man ein zweites nehmen und das könnte man 3 Meter daneben legen oder 6 Meter, damit die sich nicht überschneiden. Und da hat man einen größeren Radius abgedeckt. Okay, also müsste ja ein Kruzifix in so einem kleinen Bad zum Beispiel reichen. Ja, oder du tust es in die Ecke und setzt dich dann in die Ecke, da, weil du dich gerade nicht verstecken kannst. Na. Ach, was hast du jetzt so alles mitgenommen? Ich habe EMF und Buch. Susi hat Thermometer auf jeden Fall und die beiden haben Videokameras. Weiß nicht, hier oben ist deine Geisterbox. Irgendwie nehme ich die immer mit. Ja, ich habe immer EMF und du hast immer Geisterbox. Ist doch cool. Ja. Immer schön, dass hier auch zwei Welcome-Matten liegen. Oh, hier war direkt EMF 3 im Esszimmer. Ja, und hier war auch direkt 9 Grad gerade. Aber jetzt ist es wieder weg. Ist hier vorne? Am Esstisch. Wir haben ein Foto vom Knochen gemacht, ne? Das wollte ich gar nicht fotografieren. Egal. EMF 5, hier im Flur. Direkt in der Eingangstür ist EMF 5. Die kann aber nicht hier draußen auf dem Gang sein, auf dem Weg sein, oder? Schreib in das Buch. Gib uns das Zeichen, haben wir die Fingerabdrücke schon fotografiert? Ja, Fingerabdrücke? Ja, Fingerabdrücke. Also so ein Daumenabdruck wieder am Lichtschalter. Müssen wir auch noch fotografieren auf jeden Fall. So, soll ich da mal gegen? Die war schon ordentlich aktiv auf jeden Fall. Ich pack mal einen Bewegungssensor da in den Eingangsbereich irgendwo. Minus 0,3 Gefriertemperaturen, wir haben es. Wow! Mal alle raus. Banshee. Was haben wir für. Ja, Genrix, bist du auch safe?
Achso. Ja, das war jetzt aber eine schnelle Nummer. Runde. Mhm. Was ist das denn? Banshee. Foto machen und heimsuchen. Wir haben noch eine Minute. Ja, mit dem Kruzifix provoziert. Ich glaube, ich habe auch ein Waschbecken gemacht. Haben wir schon ein Foto von den Fingerabdrücken? Nee, ne? Warte, ich habe hier eine Kamera. Ich habe auch gerade eine. Aber wenn du weißt, wo sie sind, mach du das Bild. Joa, ein Kruzifix dabei. Übrigens, ihr müsst das auf dem Boden. Achso, habe ich ja schon gesagt. Ja, eins liegt doch schon hier. Behemoth hat Knochen. Ich gehe mal oben Fluchtwege freischaufeln. Wollen wir das Utscha-Brett suchen? Such schon nach dem Brett, ich bin unten. Hab aber Das geht hier nicht auf, oder? Da lag ich im Krieg. Da ist deine Ecke, Susi. Da bin ich gestorben. Vielleicht ist es ja auch in der Garage. Probier mal. Jetzt wieder in der Vor. Ich will nicht wieder in der Ecke sterben. Deine Leiche nicht. Wir haben sie ja gefunden, hat nur einen Moment gedauert. Sandra! Mach mal ein bisschen Waschbecken. Hat schon wer in der Garage nach dem Brett geguckt? Es war im Keller. Da war einer im Keller schon? Ja, ich. Da war es nicht. Ich weiß gar nicht. Es heißt ja, es ist überall so ein Brett irgendwo, aber... Ist echt immer eins da? Hab ich gehört, aber ich weiß es nicht. Ich finde so selten so ein Brett. Ja. Ich sehe es hier nicht.
Also ich sehe keins. Weiß nicht, die ist auch schüchtern. Meine Güte. Könnt ihr mich hören? Ist aber bei guter Aktivität. Ja, über Funk ja, aber ich höre dich sonst irgendwie nie. Ich weiß nicht, ob du zu leise bist. Hey. Warte, ich mach mich noch ein bisschen lauter. Ich fühle mich immer, als ob du mich ignorierst und nicht mit mir reden möchtest, wenn ich was sage. Aber ich höre dich dann auch anscheinend nicht. Ich höre dich dann auch anscheinend nicht. Wer wurde denn jetzt eben angehaucht? Ich nicht. Hallo. Wurdet ihr angehaucht? Wilmot, Genrix, wer wurde von euch angehaucht? Oh. Also irgendwie verstehe ich die alle gerade nicht mehr. Meine Güte, Sandra, ich wollte nicht angehaucht. Jetzt mach mal was. Also, wirklich, das sind nur ein paar Kuchen. Ich hab Angst, Hilfe, Hilfe, der Geist kommt. Ich hab so große Angst. Ich hab auch Angst, wir müssen. Ah! Ich hab ein Foto von dir gemacht. Es hat funktioniert. Die war aber ganz schön schnell, du. Ich hab die gar nicht gesehen. Ich hab mich gerade irgendwann wieder weggedreht und dann habe ich nur den Herzschlag gehört und bin rausgerannt. Doch, die ist ganz schön zügig von links nach rechts geswuscht. Hat gefehlt das Foto, ja. Cool, dann können wir gehen, oder? Ja, hauen wir ab, oder? Ja. Bin ich für. Also ich hab Angst, scheint als Triggerpunkt gut zu sein. Ja. Das haben wir jetzt auf jeden Fall bestätigt. Ich hab sie gar nicht reagiert. Was? Hm. Ich verstehe jetzt gar nicht reagiert. Ach so. Jetzt? Kannst du mich hören? Ja, jetzt, ja, ja. Ich musste mal Push-to-Talk anmachen jetzt und dann vielleicht verzögert sich das und deswegen bin ich abgehakt. Keine Ahnung. Nee, ich wollte sagen, dass sie auf mich gar nicht reagiert hat. Okay, also ist das ein Banshee. Ja, wollen wir fahren? Weil ja. Wir können die ja eigentlich noch... Ich meine, das Kruzifix lag ja da, aber das hat sie ja nicht gestört. Also zumindest, na gut, ja, sie ist halt dort lang geswuscht. Ich glaube, die muss da drüber laufen. Passt das auch mit dem Banshee? Ist der Banshee so schnell? Ahnung. Ach da, da stand sie. Ja, sie ist da von links nach rechts rüber gerast. Guck mal, das ist doch die Oma, die Genrix geteabagt hat. Oh mein Gott, ja. Ruthie. Okay, ich würde sagen, wir fahren, Gott. Oder? Und dann ist sie mit mir um den Tisch gelaufen. Das war so gruselig, als du dann plötzlich... Es war so lustig. Ruthie, der Poltergeist, glaube ich, oder so. Wie viel passt da rein? Jeder, der so eine, 750 Milliliter. Also jeder, der so eine, okay. So eine Tasche... Tasche? Jeder, der so eine Tasse... Okay, irgendwie... Ah, ich bin rausgetappt. Die gibt's beim Teddy für 3 Euro, die Tassen. Falls ihr einen Teddy in der Nähe habt, eine Tasse. So, Werbung! Hashtag Werbung. Also, Räucherstäbchen, Kruzifix, Hashtag dreckiges unbezahlt. Wasser... George Smith auf Gruppen und alleine. Ich stehe schon wieder in dem Stativ. Könnt ihr mal einen Schritt beiseite? Danke. Ich stehe da gerne. Sagt man dazu George oder sagt man Georg? Ich glaube, George ist eher... Georg Engel, Schmidt. Oder? Georg Schmidt. Das ist total deutsch. Georg Schmidt. Komm her. Komm mal bei mir bei, du. Ich würde lachen, wenn das jetzt wieder die alte Frau wäre. Ja, die... Heute Stäbchen, Kruzifix und dreckiges Wasser. Die alte Frau, Georg Smith. Das klingt auch gut. Wer kennt sie nicht?
Was klingt cool? Eine Xenomorph-Tasse. Also das Alien. Wir auch so eine große Tasse. Karin, wenn wir uns mal sehen, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Irgendwann. Was? Bei euch haben sie die Tasse schon auf 4 Euro erhöht? Ja gut, die 4 Euro gehen ja auch noch. Ja. Susi hat mir auch so eine große Tasse versprochen, wenn wir uns irgendwann mal sehen. Ja, gehe ich für euch alle zu Teddy und kaufe große Tassen. Wupp, wupp, wupp. Dann machen wir eine Teddy-Party. Eine Teddy-Tee-Tassen-Party. Ja, auf jeden Fall, dann, falls wir es irgendwann mal sehen, dann sag mir vorher Bescheid, dann bringe ich dir so eine Tasse mit. Gehe ich zu Teddy und kaufe für alle Tassen. Und die denken sich und dann die Wings, die laden wir auch ein. Wen? Wir laden auch die Ruth ein. Ruthie! Ja, Sandra war ja anscheinend ihre Zwillingsschwester. Ja, anscheinend so. Oder wollen wir auch die hier, die Miss Jackson, die Verwandte von Michael Jackson, die sah ja auch. Oh, die vor der Kamera getanzt hat, die war richtig cool letztens. Die hatte vor allem so einen schicken Anzug an. Wie hieß die jetzt so? Ich hab den Namen vergessen. Der Georg Schmidt. Ja, ne? Ach, der genau. Georg Schmidt. Georgie! Can you hear me? George? Georgina! Heute alle so provokativ. Direkt mit dem Namen hier rein. Also ich glaube, du musst den Namen schon korrekt. Oh, 9 Grad waren hier gerade. 10 Grad. Wo? Also hier in der Küche ist es definitiv 9 Grad. Muss mal ganz kurz gucken, was mein Hund da streift. Warte mal. Die waren gerade 7 Grad, 8 Grad. George, beweg das Messer, wenn du da bist. Er hat das Messer weg! Er hat das Messer weg! Was hat er bewegt? Ich leg mal das Buch hier oben hin. Ah, sehr schön. Also ist Leute, hat er uns eingesperrt? Ist das die Haustür? Nein, die Eingangstür ist da vorne. Ja. Dort halt die Fresse. Danke. Doch. Also ich sehe keine Fingerabdrücke. Also die Aktivität war gerade auf 8 schon, ne? Also. Dort, bist du hier? Hier war ein Step vom Geist. Kannst du uns hören? Wir haben Gefriertemperaturen. Also Gefriertemperaturen, Geisterbox, oder? Weiß ich ja, nicht, mehr geantwortet hat er doch nicht, oder? Achso, nee. Aber dann hat man EMF 5, oder? Nee. Nee, 3. Sind sie nicht da alleine im Haus? Also er hat auf jeden Fall nicht geantwortet, aber der hat das Messer bewegt. Also haben wir nur Gefriertemperatur. Ja, ich wollte ja gerade mit dem quatschen, habt ihr euch alle verpieselt und mich da drin alleine gelassen. Ich hab mich allein gelassen. Ich hab unten nach, ich hab nach dem Ucha-Brett unten geguckt und so, aber nichts gefunden. Ich nehme Bewegungssensor mit. Kannst du mich hören? Bist du da? Kannst du mich wahrnehmen? Hallo, bist du hier? Er hat ins Buch geschrieben, wir brauchen einen Fotoapparat. Hab ich. Bist du hier? Hast du Bock mit uns zu talken eine Runde? Ich bin Arabella Kiesbauer, klag mir dein Leid. Ich guck noch mal oben nach Knochen und Ucha-Brett. Ja,
Na, da haben wir doch alles. Gefriertemperatur, Geisterbox, jo. Geisterbuch. Räucherstäbchen kann man doch reinwerfen da? Ja. Ja, ein Dämon. Ich guck trotzdem oben noch nach Knochen und Ucha-Brett. Knochen gefunden. Ja, bisher ist hier oben keins gewesen. Ja. Hauch mich nicht an. Ich weiß irgendwo dreckiges Wasser? Nope, bis jetzt nicht. Ich weiß, das ist immer so Glücksspiel. Okay, ich habe kein Ucha-Brett, kein dreckiges Wasser gefunden. Sieht aus wie so ein riesiger alter Metzger. Susi, lebst du noch oder warum hast du geschrien? Nee, sie lebt nicht mehr. Scheiße, Susi ist tot. Das ist ein Fragezeichen. Weißt du, wo Susi war, Genrix? Oh mein Gott. Nein, aber ich habe gerade den Schreck meines Lebens gehabt. Oh mein Gott. Okay, wir wissen nicht, wo Susi ist. Wir müssen sie aber finden, um sie wenigstens mit der Versicherung zu beglücken. Ja, er hat den Raum verlassen, als er jagen gegangen ist. Ich habe mich hier im Bad versteckt. Ich bin hinter ihm hergelaufen quasi. Also wäre er dann in die andere Richtung gegangen, dann hätte ich das nicht überlebt. Ich weiß nicht, wo ist er ist. Ist sie oben gewesen, oder? Ich glaube, sie war unten, weil sie hat mich gefragt, ob ich noch oben bin. Dann wird sie wahrscheinlich unten gewesen sein. EMF schlägt aus. Hier liegt sie. Hier vorne in der Wohnzimmer. Am Fernseher. Oh, Susi. Okay, dann lass uns abhauen, würde ich sagen. Oder? Jo.
Jemand hatte in der Runde davor auch einen offenen Hals. Das sah auch nicht so lecker aus. Hat das Foto jetzt gezählt? Also da steht nichts dabei. Da ist nur das Bild von Susi. Muss dort was dabei stehen, oder? Weiß ich gar nicht. Ich geh mach nochmal ein Foto. Ja. Oh, meine Sanity ist voll im Arsch. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Frage ich mich auch gerade. Hast du das Foto gemacht? Von Susi, ja. Und vom Buch und vom Knochen. Ja, okay, steht wieder nichts bei, aber vielleicht auf jeden Fall ein Komplettfoto. Okay. Dann, Susi, wir hoffen, du hast alles eingeloggt. Es ist ein Dämon. Ein Dämon, ja. Kannst du uns hören im Totenreich? Es ist ein Dämon. Lock ihn ein. Der bewegt sich wieder durch die Schranke. Död. Also die machen es uns gerade recht einfach. Sie sind relativ schnell zu finden, aber das finde ich gut. Ja. Fahren wir dann, oder? Ja. Ja. Fahr mal. Der Georg Schmidt. Der Georg war aber ganz schön aggressiv. Welcome back. I've got some jobs ready for you.